Hallihallo liebe Leute, ich bin da, komm ich hier 21 Mal Songs, Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, diesmal keine Crazy Unterhaltungsvideos, denn Crazy Unterhaltungsvideos gibt es ja in dem Fall von früher im Prinzip nicht mehr so krass, sondern eher in dem Fall Talk Videos, Crazy Talk Videos. Und heute gibt's wieder ein Crazy Talk Video bzw. Update, und das Video ist wirklich auf jeden Fall wichtig, denn es geht um das Thema Heckenschere. Heckenschere und keine normale Schere. So, und jetzt noch kurz, bevor ich mit dem Thema anfange. Ich hatte eigentlich gerade schon über das Thema gesprochen gehabt in einem Video. Hab eine Aufnahme dazu gemacht gehabt, aber leider war die Mikrofonspur bzw. der Ton davon, der Sound, war zu leise. Und manchmal habe ich mich nicht wirklich, also manchmal war es halt einfach nicht so richtig zu hören, und damit war es einfach nicht machbar wirklich zu rendern. Ich habe es gerade gerendert und habe mir nebenbei noch das Video ein bisschen angehört und dann gemerkt, bei ein paar Stellen hört man mich gar nicht so richtig, und deswegen habe ich mir gedacht, hey, machst du das nochmal neu, auch wenn es ein bisschen nervig ist. Aber hey, ich muss es neu machen, denn ich will euch ja berichten, was es überhaupt heute auf der Arbeit so passiert ist. So, jetzt aber Leute, es ist wichtig, ein bisschen zu oft wichtig schon gesagt, ich glaube dreimal oder viermal auf jeden Fall. Ich war heute auf der Arbeit, hab schön gemistet, Pause gemacht, dann Wasser gemacht, dann habe ich angefangen, auf einer Koppel Hecken zu schneiden mit der Heckenschere. Und ja, wenn ich weiß, um was es geht bzw. wo ich arbeite und als was ich arbeite, ich arbeite als Stallhelfer in einem Reiterhof bzw. kleinen Reitverein. Ein Reitclub eben. Reitclub Kronberg. Und ja, also, ich habe mit der Heckenschere geschnitten und nach 5 Stunden auf einmal ging die kaputt. Zack. Griff abgebrochen. Oder halt fast abgebrochen. Auf jeden Fall war der nicht mehr gerade wie sonst. Dann habe ich noch weiter so geschnitten gehabt und gemerkt, ich stoße an meinen Finger dran. So, dass es schon was weh tut. Und da habe ich noch ein bisschen weiter gemacht gehabt, aber nee, das war dann doch nicht so toll. Und dann habe ich aufgehört gehabt, bin zu meiner Chefin rüber, weil was will ich mit einer kaputten Heckenschere, bin zu meiner Chefin rüber und habe ihr gesagt gehabt, hier, und gezeigt gehabt natürlich die Schere, dass sie kaputt ist. Und sie hat gesagt, oh ja, dann brauchst du, dann kauf am besten eine neue, denn so ist es nicht so gut, sonst verletzt du dich noch. Und ja, dann bin ich zum Schulte, der bei uns direkt in der Nähe ist, in 3-4 Minuten laufen war ich schon da gewesen, hab schön eine neue Heckenschere geholt von Gardena. Und ja, dann bin ich wieder zurückgelaufen zum Hof, stand dann vor einer Hütte im Hof eben, und da war dann so ein Mädel. Sagen wir mal, ihr Name ist Petra, denn den richtigen Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Und ja, Petra hat dann mich erstmal gefragt, warum hast du eine neue Heckenschere gekauft? Dann habe ich gesagt, dass die alte Heckenschere kaputt gegangen ist, der Griff ist abgebrochen, und sie hat gesagt, sie hat aber gesagt, dass ich keine neue hätte kaufen müssen, jetzt hast du umsonst Geld aus dem Fenster geschmissen, so ungefähr. Und gesagt gehabt, dass wir doch noch eine alte Heckenschere hätten. Dann sind wir in der Hütte rein. Sie hat eine Schere aufgehoben, so vom Boden und von der Kiste. Und das war aber keine Heckenschere, sondern sie hat meine Astschere
gezeigt. Eine fucking Arschschere und keine fucking Heckenschere. Dann habe ich mir erstmal gedacht, Mädel, bist du doof? Das ist doch keine Heckenschere. Dann habe ich ihr auch gesagt gehabt, hier, das ist eine Arschschere, keine Heckenschere. Dann habe ich gesagt, ja, aber da hättest du nicht kaufen müssen, weil mit der können wir auch schneiden. Dann habe ich mir gedacht, hä? Ich schneide doch nicht mit der, habe ich mir erstmal im Kopf so gedacht, ich schneide doch nicht mit der Arschschere mir da einen ab, wie so ein alter Rentner. Weil ich würde viel länger brauchen mit einer Arschschere als mit einer Heckenschere. Und da habe ich mir gedacht, hey, leck mich am Arsch, bin auf der Koppel wieder zurück. Hab dann wieder weitergeschnitten, hab mich gefreut, gute Heckenschere, aber eben nebenbei immer wieder gedacht, Mann, wie doof kann das Mädel nur sein? Warum ist sie so doof im Kopf, um nicht den Unterschied zu erkennen? Ja, dann, als es langsam fertig wurde, bin ich wieder zurück zu meiner Chefin, hab ja darüber berichtet gehabt, dass das Mädel, die Petra eben gesagt hat, ja, wir hätten noch eine alte Heckenschere, die hat mir dann eine fucking Arschschere gezeigt. Meine Chefin eben gesagt, so ungefähr. Und ja, wenn sie ja, mach dir keinen Kopf und so, wünsche dir einen schönen Feierabend und so, einen schönen Abend noch und so und ja. Dann bin ich in den Feierabend gegangen, ne? Bin in den Bus, bin an die Busstelle hingelaufen und auf den Bus gewartet, den Bus eingestiegen, als er kam. Dann noch im Bus habe ich dann geschrieben, nicht meiner Chefin geschrieben, sondern der Petra, habe ich ihr dann geschrieben, hi Petra, ich habe meiner Chefin sogar vorher Bescheid gesagt und ihr gezeigt, dass die Heckenschere kaputt ist. Und ich sollte eine neue kaufen. Wenn du mir nicht glaubst, dann frag sie selber. Sie hat dann geschrieben, du hast der Chefin aber scheinbar nicht gesagt, dass wir noch mehr als genug haben. Arschscheren. Es ist mir jetzt auch egal, Michi. Das nächste Mal erst schauen und dann kaufen. Dann habe ich mir gedacht, immer noch gedacht, bist du noch zu retten, Petra, beziehungsweise Mädel? Dann habe ich ihr gesagt, weil da habe ich mir gedacht, Alter, das geht mal gar nicht. Ich konnte mir erstmal schön, so ungefähr. Mei, ich habe mir lange genug so ungefähr den Laufburschen gemacht und hast du nicht gesehen, hier kannst machen, was du mit mir willst. Nein, am Arsch lecken, das ist jetzt vorbei. Dann habe ich geschrieben, wenn du den Unterschied zwischen einer Arschschere und einer Heckenschere nicht kennst, würde ich an deiner Stelle mal mich schlau machen bei Google. Sorry, aber ich schneide schon 14 Jahre mit einer Heckenschere die Hecken und Brombeeren und weiß es und ich weiß, wie eine Heckenschere aussieht. Dann hat sie geschrieben, so sprichst du nicht mit mir, Michi, das geht gar nicht. Das Thema ist beendet. Da habe ich mir gedacht, Mann, Mädel, wie doof und bescheuert kannst du denn noch werden? Und vor allem, wie rechthaberisch kannst du sein? Und vor allem, null Respekt vor mir. Null! Aber auch null, Leute. Null. Aber echt, ey. Krass. Krank. Scheiße. Lass dich in der Psychiatrie einweisen und gut ist. Und leck mich am Arsch. Oder leck mir die Arschritze, ey. Meine Fresse, ey. Sorry. Aber die Scheiße macht mich wütend. Einfach doof, Leute. Richtig doof. Wie kann man so krank? Also echt krank und voll die Schraube im Kopf, voll diese Schraube locker im Kopf haben, ey. Meine Fresse, ey. Rechthaberisch, perfekt sein, null Fehler haben, beziehungsweise, oh, ich bin perfekt, ich habe keine Fehler, ich mache nie Fehler.
Ich habe immer recht. Ich mach mit jedem, was ich will. Da kommt auf einmal ein Michi und sagt, hier, du kannst nicht machen. Du kannst nicht mit mir machen, was du willst. Oh, meine Welt ist zerstört. Leck mich am Arsch. Ungefähr. Und dann erstmal schön auf Stur machen. Schön auf Stur machen. Ja, schön auf Stur machen und dumm sein eben. Vor allem auf kindisch machen. Das ist nämlich ziemlich kindisch. Ja, Leute, das war eigentlich das, was ich euch so erzählen wollte. Denn das hat mich wirklich abgefuckt. Echt. Hat noch meine Chefin, ach so, ja, stimmt, ich habe ja meine Chefin vorher, auch hier zu Hause ankam, so um 16:05 Uhr sowas, noch angerufen, weil ich mich immer noch im Kopf noch gequält hatte, sozusagen. Und dann hat die gesagt: Ach, Michi, mach dir keinen Kopf, nur bist du wegen so einer neuen blöden Heckenschere und so mit dem Thema. Denk nicht mehr drüber und gut ist. Ja, da hatten meine Chefin recht, klar, aber ganz ehrlich, irgendwo habe ich ein bisschen Angst. Ah, jetzt muss ich mich ein bisschen anders da einstellen morgen. Wegen der Tussi und so, weil das Blöde ist, ich sehe diese Tussi jeden Tag. Von Montag bis Freitag sehe ich die. Von Montag bis Freitag muss ich mir ihre Scheiß Fresse antun. Da muss ich durch. Aber ich darf mir auch mal nichts gefallen lassen. Vor allem von der auf jeden Fall nicht mehr. So Leute, ich bin raus. Bis dann. Und ja, ein ziemlich aufwühlendes Thema gewesen jetzt. Also ziemlich ernstes und wütendes Thema, kann man sagen, was mich. Ja, aber das war schön, mit euch mal drüber zu reden. Und ja, ich bin raus. Bis dann, euer Gummi 21. Yeah!